So, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe mir lediglich einen frischen Tee gemacht. Und wir sind hier immer noch bei den Kindern in dem Lagerhaus. Ach, hier draußen ist der. Okay, im gebrochenen Herzen. Sollen wir da mal hingehen? Ist halt nach wie vor stockfinsternacht, ja. Und wo ist der Typ, der mich unbedingt... Ist das hier oder was, der mich... Der war doch so ein Kind. Was meint denn dieser eine Olli Gimski oder was? Will mich unbedingt sprechen. Wir gehen jetzt einen saufen, zur Erinnerung an unseren Vater. Ich hoffe, wir sind danach nicht ausgeraubt und gänzlich mittellos. Hier? Okay. Hier können wir speichern. Schon mal gut. Okay. Was ist denn hier? Hier sitzt jemand, der redet nicht mit mir. Hier geht's runter. Ja, ich weiß, ich bin müde. The soul is weaker than flesh. It snaps like a matchstick. Ha, was für ein Gesicht, das Gesicht eines Verlierers. Okay. Das Gesindel ist durchgedreht. Zuvor sahen sie zumindest menschlich aus. Hast du von den vielen Morden gehört? Da laufen Leute mit Messern durch die Stadt, Bruder. Ja, ich meine, ich bin selber sowas wie ein Künstler mit dem Messer, aber das ist was anderes. Alle wissen, dass ich mich keinem Gesetz beuge. Diese Leute tragen keine Angst mehr in sich. Messerattacken sind hier verboten, deshalb habe ich diese Stadt geliebt, aber du bist ebenfalls versiert mit dem Messer, nicht wahr? Deine Hände verraten dich. Ja, ich bin Chirurg. Du bist ein gefährlicher Mann. Ich bin auch ein gefährlicher Mann. Wir können zu einem Einverständnis gelangen, wenn du dich in diesem Etablissement benimmst. Ja, das interessiert mich nicht einmal. Wenn du hierher kommst, werden sie es bereuen. Was? Wenn du hierher kommst, werden sie es bereuen. Wer mit seinem Messer lebt, wird durch ein Messer sterben. Diese Leute sind Verbrecher. Sie zu töten ist kein Vergehen, sondern eine gute Tat. Das hat Richter Kain gesagt. Aha. Kommen wir nur da oben wieder raus, oder wie? Okay. Trinke ihn, um Orte und Ereignisse zu enthüllen, die dem bloßen Auge verborgen sind. Aha. Kiefer. So, dann würde ich sagen, wir fahren nochmal zu der Lara. Ist die Lara? Und gucken, ob wir da schlafen können. Okay. Jede Nacht wird ein seltsames Stück im Theater aufgeführt. Ich bin aber todmüde, Leute. Ich muss schlafen.
Hallo? Steht hier unten auch ein Bett? Nee. Da schläft doch bestimmt sie jetzt. Speichern. Nee, steht hier noch. Hallo, ich würde hier gerne nochmal schlafen. Jetzt ist es 2 Uhr. 3, 4, 5. Wunderbar. Wir sind vollständig ausgeschlafen, sind vollständig gesund. Haben aber nicht mehr allzu viel zu essen. Dafür Dietrich hier ohne Ende. Hallo und nochmal vielen Dank. So, dann speichern wir hier. Dann sind wir mal gespannt, was der neue Tag bringt. Ist denn immer noch die Aufführung? Wie lange ist denn Nacht? Also ich könnte ihm, aber es ist halt so finster, ich könnte hier mal das versuchen mit diesem Tuch. Tag 2, in dem die Wurzeln des Haruspecks ausgegraben werden. Okay. Wer hat das genommen? Kriege ich jetzt Kräuter? Summt nichts, war nicht genug. Okay. Ich habe mich nicht mit den Problemen der Kinder beschäftigt. Niemand würde mich verurteilen, wenn ich nachts Straßenräuber töte. Ich könnte sogar belohnt werden. Okay. Und dann. Das ist, glaube ich, der Bürgermeister. Genau. Ups. Okay, das ist die Vorhersage. Wenn du die Erde grollen hörst, suche nach der Quelle. Das haben wir ja auch schon. Das ist ja hier. Hat er jetzt irgendwie sich überschnitten, ne? So, ich habe nur noch einen so einen Fingernagel. Ja, ich konnte mich mit den von den Kindern nicht befassen. Müssen wir mal schauen, ob uns das zum Nachteil wird. Mal einen noch füllen. Hier ist das Rathaus. Da sollten wir doch auch irgendwie hin, aber gestern noch. Oh, hi. Schon lange nicht mehr gesehen. Wo gehst du hin, mein Freund? Welchen Plan bist du als nächstes, wird als nächstes gefolgt? Wir machen und stellen uns mal dumm. Was sagen die Stadtbewohner? Die Stadtbewohner? Sie sind sich alle so ähnlich, nicht wahr? Bieten nur eine gesichtslose Kulisse. Sie sind sicherlich nicht wichtig, stimmt's? Ein Bienenstock, ein Schwarm, ein Schar. Ja, Namen werden nicht gebraucht. Was einer von ihnen weiß, wissen sie alle. Okay. Die Masse ist nichts als ein vielköpfiges Biest. Ob es ihnen gefällt oder nicht, sie sind nur einer dieser Köpfe. Die Masse aber, sie weiß es besser als sie, mehr als sie, sogar mehr als sie über sich selbst. Sprechen Sie mit ihr, Burach. Wenn nicht, so tun Sie es. Lernen Sie mit ihr, einen gemeinsamen Nenner zu finden und zur Gemeinschaft zu werden. Genau. Sie wissen alle etwas von deiner Geschichte und jeder weiß von einem anderen Strang von ihr. Manche wissen, wo sie hingehen, andere werden sagen, warum sie gehen müssen.
Wiederum andere werden sie vor Gefahren bewahren, schrecklichen Gefahren, sodass sie sie abwenden können. Genau, ich denke, sie sind alle gleich. Stimmt nicht. Erwachsene wissen, was Kinder nicht wissen. Und Kinder wissen, was die Steppensippe nicht weiß. Das ist der Mechanismus des Lebens, der sein Gesicht von Tag zu Tag wandelt. Sie können nur entscheiden, wessen Lippen ihre gespitzten Ohren erreichen. Erwachsene wissen, was Kinder nicht wissen. Und Kinder wissen, was die Steppensippe nicht weiß. Okay. Okay. Das liegt daran, dass sie ganz allein sind, verwirrt und einsam. Vergessen sie die Handlung, Burach. Reicht die Karte ihres Gedächtnisses nicht aus, dann sprechen sie, kommunizieren sie. Sie glauben mir nicht, Kinder und Knirpse, die jungen Leute der Stadt, wissen bereits, wer sie heute erwartet. Und wenn sie noch immer zweifeln, sprechen sie eines an, irgendein Kind. Sprechen sie mit der Masse, mit gesichtslosen Leuten, die allesamt gleich aussehen. Und es in hohlen Zahlen gibt. Höre ihnen zu, dem summenden Schwarm, der quäkenden Schar, der Geruch, die Fährte, der sie folgen, liegt in dem, was sie sagen. Denn das Leben ist, wovon sie sprechen. Und sehen Sie, Burach, der Pfad eines Arztes geht ebenfalls um das Leben. Okay. Naja, im Grunde sagt er uns, dass wir die Aufgaben von den Leuten hier kriegen. Und ich möchte gerne nochmal zu diesem Rathaus. Mit einem Kind soll ich sprechen. Hallo, da sind Sie ja. Hier bin ich. Sie müssen Capella sehen. Schnell, schnell, schnell. Wer ist Capella? Unsere Mutter, die Tochter von Vlad dem Schweren. Mein Vater arbeitet bei seiner Fabrik. Wissen Sie? Warum muss ich sie sehen? Weil... Kurz und auf den Punkt. Ist auch hier. Okay. Hier hat es gerade gesummt, oder? Das heißt, sie sind Kräuter. Oder? Mich verhört. Das heißt, dass ich hier gar nicht mehr hingehen brauche. Okay. 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 Dieser Turm, von dem sie gesprochen hat, ne? Ein paar von uns warten auf dich beim Brückenplatz im Steinhof. Weißt du, wie du da hinkommst? Solltest du aber, es ist schön dort. Naja, sie dachten, du wärst zum Richter gegangen, zu Kain, Georgi Kain. Nein, können sie nicht gehen. Sie tun es nur für dich. Du sollst sie nicht warten lassen. Wir sind nicht deine Diener. Okay. Eieieiei. Dann ist ja schon wieder jede Menge los hier. Und der Tag ist doch so kurz. Was ist hier das Geräusch? Da? Hier, ah! Ich sagte ja, man hört auf diese Weise die Kräuter. War das jetzt nur das eine?
Da ist auch noch was. Noch mehr? Nee. Das ist ein merkwürdiger Turm da hinten. Die dürfen nur nachts in den Turm. Okay, wer bist denn du? Vlad der Schwere sagt, dass Oligimskis Sohn sie in der Tasche hätte. Also sagen sie, was ist denn los in der Fabrik? Warum wird sie stillgelegt? Werden wir noch bezahlt werden? Ich weiß wohl nichts. Er sagt, sie wären sein Schützling und dass niemand sie auch nur anfassen darf. Das heißt, er hat Pläne mit ihnen. Okay. Okay. Toll. Das Innerste. Spitze. Ich laufe jetzt einfach diese Punkte ab, ne? Wir gehen jetzt hier unten ganz links zu dem. Oder? Ja. Wobei eigentlich sollten wir, glaube ich, wirklich mal nach Hause gehen. Mein Haus verschlossen. Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das hier ist das Rathaus. Schön, dass die zusätzlich auch noch leuchten. Hoffentlich stecken die aufeinander. Ja. Das hier? Das hier. Mal, guck dir an. Was ist hier los? Saburov scheint bereit zu sein, die Zügel der Macht in die Hand zu nehmen. Das wurde auch Zeit, wenn Sie mich fragen. So denn das? Weil man den Leuten nicht trauen kann. Deshalb. Bei der Herrschaft der drei Familien ging es um Vertrauen untereinander und für die Bürger. Die verdammten Adligen vertrauten darauf, dass die Leute sich selbst regieren. Und das Volk, das sind widerspenstige Bestien. Sie reagieren nicht auf Freundlichkeit, nur auf Stärke. Okay. Unsere Herrscher waren freundlich und nachsichtig. Was hat uns das gebracht? Gestern floss Blut wie Wasser. Und eine Frau wurde am Knochenpfahl verbrannt. Vertrauen, pah. Nachsicht für die Korruption. Was wir brauchen, ist jemand, der den Pöbel in Schach halten kann. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Was glaubst du, wenn du gehst, Kumpel? Ich bin in wichtigen Angelegenheiten hier. Alle sind in wichtigen Angelegenheiten hier. Ist mir scheißegal, warten Sie, bis wir dran sind. Wie jeder andere auch. Lass mich in Ruhe. Sei grüßt. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie offiziell von der Wache ausgeschlossen sind. Befehl des Gouverneurs. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie derzeit auf Bewährung sind, bis der Mörder von Simon Kain, Isola Borach und einigen anderen zur Rechenschaft gezogen wird. Gehen Sie weiterhin als Verdächtiger. Gelten Sie weiterhin als Verdächtiger. Es gibt Beweise gegen Sie. Sind Sie wegen des Hauses hier? Welches Haus? Ihr eigenes natürlich. Nach Anweisung wurde es während der Untersuchung und in der Runde tot verschlossen. Da die Untersuchung vorbei ist, kann der Gouverneur Ihnen Zugang gewähren. Ah!
Schön. Da war es ja gut, erst hierher gegangen zu sein. Der wollte gestern mit uns reden, der wird sauer sein. Ill-timed. Oh, sie sind's. Wir haben sie gestern zum Hauptverdächtigen gemacht. Ja, habe ich gemerkt. Fälschlicherweise. Entschuldigen Sie das. Wir verhielten uns unüberlegt. Sie waren einfach zu glaubhaft als Verdächtiger. Aber ich werde mir nicht Ihre Beschwerden anhören. Die Folgen dieses Fehlers sind nicht unwiderruflich. Ja, haben Sie den Mörder gefunden? Ich führe keine Untersuchung. Es gibt keine organisierte Fahndung. Ich habe hier keinen offiziellen Posten, falls Sie diesbezüglich irgendwelche Falschannahmen haben. Meine Macht ist die des Rufes. Es ist Tradition, dass meine Familie Ordnung in der Stadt durchsetzt, in den wenigen Fällen, in denen sie gebrochen wird. Und diese Fälle sind selten, glauben Sie mir. Das hier ist eine friedvolle kleine Stadt. Ja, ich habe es gemerkt. Genau. Lassen Sie den Sarkasmus, Burach. Und lassen Sie mich eines klarstellen. Sie sind noch immer verdächtigt. Und das werden Sie auch bleiben, bis der Mörder gefunden und schuldig gesprochen wurde. Der einzige Grund, aus dem Sie frei rumlaufen, ist etwas namens Unschuldsvermutung. Habe ich mich klar ausgedrückt? Haben Sie, wo ist der Körper meines Vaters? Wurde zum Brieffriedhof gebracht. Er war ein Mann der Steppe, nicht? Nach dem Sippenbrauch muss der Verstorbene noch am Todestag begraben werden, oder zumindest so schnell wie möglich. Die Vorbereitungen laufen wahrscheinlich schon. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Kann ich Ihnen bei irgendwas helfen? Das Haus wurde vom Komitee verschlossen, das für die Tatortanalyse zuständig ist. Da ist vielleicht Beweismaterial. Es liegt in Ihrem besten Interesse und dem des Komitees. Genau. Sie dürfen den Schlüssel haben. Dieses Haus ist Ihr Besitz und ich kann Ihnen den Zugang dazu nicht rechtlich verbieten. Obwohl Sie das liebend gern würden. Arschloch. So. Was haben wir hier noch? Das sind doch schon wieder die drei vom Bahnhof, oder? Und ihr? Bei Tagesanbruch. Das heißt, wir sollten zuerst zum Friedhof gehen. Aber wo? Hier. Schaffe ich doch nie und nimmer. Wir gehen zu dem Bootsmann und fahren dann. Keine Ahnung. Meine Mutter wurde gestern getötet. Ich kann nicht unseren Kindern jetzt in die Augen schauen. Ich habe kein Recht mehr, ihr Vater genannt zu werden. Ach du je. Ich versprach ihr, dass mir jede Freude teilen würde, genauso wie jede Trauer. Ich sagte ihr, dass ich sie beschützen würde, aber das waren nur leere Worte, ohne Taten. Was hätten sie denn dagegen tun können? Ich hätte selbstbewusster sein müssen, schneller reagiert haben, als es passierte. Wenn ich nur schnell und effizient gehandelt hätte, statt ewig nachgedacht zu haben. Ja, kannst es ja eh nicht ändern. Ach du je. Jetzt gehen wir wieder in die falsche Richtung.
Es ist echt schwierig zu entscheiden. Einerseits willst du mit allen reden, andererseits hängt dir jeder seine eigene Geschichte ans Bein. Und das eigentliche Problem dieser Stadt hat ja noch gar nicht angefangen. Mein letzter Zehennagel. Dahin bitte. Jetzt müssen wir irgendwie gucken. Hier lang, ne? Tausend Augen. Hunger, was? Oh je. Ich bin hier immer willkommen, okay. Aber zu spät, wa? Da. Ich komme nachher wieder. Ich muss erstmal hier. Die Brust wurde durchstochen, riesige Wunde, kann kein Messer gewesen sein, irgendein großes kegelförmiges Objekt, vielleicht ein Horn oder eine Klaue. Haut fühlt sich trocken an, verdächtig. Auffällige Xerose, so alt war er nicht. Erde unter seinen Fingernägeln sieht ihm nicht ähnlich. Er hat seine Hände immer sauber gehalten. Drei Sachen sind auffällig. Die Mordwaffe, die trockene Haut und der Zustand seiner Hände. Hier, nimm das hier. Es ist für dich ein Zeichen von Vertrauen, so wie wir Dinge miteinander teilen, so teilen wir auch unsere Gefühle, Herzlichkeit, Freundlichkeit. Wir sehen jetzt, dass du ein guter Mensch bist. Die Stadt vertraut dir. Willst du ein Teil von ihr werden? Ja. Gefällt dir der Gegenstand, den ich dir gegeben habe? Wirst du eine Verwendung dafür finden? Ich weiß nicht wirklich, was du brauchst. Ich habe ihn zufällig ausgewählt. Wir kennen dich noch nicht sehr gut. Ich brauche nicht. Was willst du im Austausch? Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass es einen Austausch gab. Du gibst mir etwas von dir und erhältst im Gegenzug etwas von mir. Alle Gegenstände sind mit Teilen deiner Wärme und deines Lebens aufgeladen. Gib mir, was du willst, gib anderen, was sie wollen. Sie werden nicht viel verlangen. Wenn du also großzügig teilst und mehr gibst, als verlangt wird, wird sich die Stadt daran erinnern. Es ist etwas Symbolisches, eine Art Tradition. Genau. Ja, geh und tausche mit anderen Menschen, nicht mit jemand Bestimmten. Nur verschiedenen Menschen, Frauen und Männer, Jugendliche und kleine Kinder. Du wirst sehen, was passiert.
Genau. Du wirst uns besser kennenlernen. Wir werden dich besser kennenlernen. Unsere Stadt ist wie eine Familie. Du bist zurückgekehrt. Bitte hilf uns jetzt, uns an dich zu erinnern, dich zu akzeptieren und vielleicht sogar zu lieben. Ich sage das im Namen Allah. Danke. Hiermit gebe ich dir etwas von meiner Hoffnung. Wir haben jetzt keinen Arzt. Wer wird uns jetzt helfen? Wer wird unsere Verletzung heilen, unsere Kinder zur Welt bringen? Du bist ein Chirurg. So, jetzt habe ich mit dir gehandelt und habe immer noch Hunger. Emschen, tapferer Mann, stark ist sein Geist. Wie geht es deinem Vieh, Emschen? Bitte, Charan, denn er ist gekommen, um seinem Vater die letzte Ehre zu erweisen, so auch wir. Ist an der Schwelle, der Verlust ist groß. Wir müssen sprechen, um die Worte korrekt zu sagen. Beobachte den Ritus. Druck eine große, verschuldete etwas Großes. Wer soll nun seine Pflichten annehmen? Dies ist, was ich zu sagen habe. Ich, sein Sohn, akzeptiere seine Pflichten als die meinen. Der Himmel sei mein Zeuge. Wir verbeugen uns vor dir. Emschen ist ein Mann, ein tapferer Mann. Hier steht Saba. Du hast seine Pflichten akzeptiert. Nun trete in sein Erbe. Saba wird dir den Weg zeigen. Danke. Okay, jetzt müssen wir erstmal. Jetzt ist hier eine ganze Menge Bumm aufgegangen. Ich habe die Pflicht meines Vaters akzeptiert, aber was zieht sie mit sich? Wurde begraben, wie der Brauch es vorschreibt. Buchstäblich. Vater wurde ermordet, aber ich habe das Gefühl, dass etwas Seltsames vor seinem Tod ablief, ist aber jetzt nicht so wichtig. Da ist ein vertrauter Name auf Vaters Liste. Aha. Patienten in diesem Gefäß? Ich habe mit meinen jugendlichen Kindern noch nicht richtig gehandelt. Was ist denn wie Kontakt? Okay. Ruhe. Scheinen dir einige dieser Gegenstände vertraut? Warum würdest du mir Kräuter überlassen? Er machte Kräutermedizin, Tinkturen, um jegliches Leiden zu heilen. Er war ein Menchu, wissend von den Verbindungen. Er sah Dinge, die im Einklang sangen, wenn sie vereint sind. Das ist, was die Linien sind. Selbst wenn du sagst, dass du dieses Wissen nicht brauchst, Emschen. Genau, was ist mit dieser Liste? Näher. Lass es meine müden Augen sehen. Die Namen der örtlichen Kinder. Chan nennen sie den Kainjung. Capella ist die Tochter des Herren. Möge er in diesem Titel ersticken, doch ich weiß nicht, wieso Isidor sie aufgelistet hat. Welche? Ja. Er hat viel auf diese Kinder Acht gegeben. Er hat die meisten seiner letzten Tage mit ihnen verbracht. Sie folgten ihm wie Kälber, einer Kuh oder Ochsen, gezogen von einem Joch. Seine letzten Tage, sagst du, warte, das ist eine Spur, der ich folgen kann. Du denkst, einer von ihnen hat etwas mit seinem Tod zu tun? Unwahrscheinlich, sie sind noch immer nur Kinder. Andererseits haben die Kinder so viel Macht in dieser Stadt, dass es mich kaum überraschen würde. Aber sie liebten ihn, wirklich. Nein, es ist keine Spur. Ein achten Hinweis, eine Art Siegel. Genau.
Dies ist ein Brandmal, um Bullen zu markieren, aber Male der Sippe haben oft spezielle Bedeutungen. Dies bedeutet Uduk, schwer zu entziffern. Es heißt so viel wie ein großer Körper oder ein besonderer Körper. Ein Körper, der viel enthält. Aber ich bin mir nicht sicher, es könnte auch nur ein Siegel sein. Wer könnte es für mich deuten? Ich bin nicht dein Vater, ich kann dich nicht belehren. Du musst es allein erfahren. Rede mit Leuten, denen, die deinen Vater gut kannten. So trittst du in dein Vermächtnis. Was meinst du? Hier musst du in dein Vermächtnis durch Taten treten, nicht mit leeren Worten. Indem du zeigst, dass du den Inhalt des Gefäßes verstehst, folge der Spur deines Vaters. Lerne, wer er war. Finde dich selbst in deinem Schicksal. Ein Schicksal wie eine gute Frau, Emschen, deine Frau. Aha. Ganz schön viel auf einmal hier. Ich habe... Okay, also ich muss irgendwie beweisen, dass ich zu Recht der Nachfolger meines Vaters bin. Roots and blood. That is what fills our veins. Folge seiner Spur, dann wirst du wissen, was für ein Mann er war und was für ein Mann du werden wirst. Was kannst du mir über ihn erzählen? Sein Vater war ein Menchu, er wurde dafür respektiert. Ein Menchu? Er kannte die Linien. Linien? Was für Linien? Linien, die sind die Pfade zwischen den Dingen, die Glieder, die sie verbinden. Die Gesetze, die unsere Leben diktieren. Zwischen dem bösen Himmel und der freundlichen Erde gibt es eine Linie. Die Kanäle unseres Lebenssaftes sind Linien. Eine Linie trägt die unabwendbare Vergeltung für böse Taten, familiäre Bindungen, die Art, auf die Kinder ihre Eltern widerspiegeln. Auch das sind die Linien. Genau, Vater sagte, dass die Linien sich auf die Anatomie beziehen, das auch. Er wusste, wie ein Körper zusammengestellt ist, denn er kannte die Linien. Er wusste, wie eine Niere mit einem Kraut verbunden ist und so konnte er heilenden Tee daraus machen. Er wusste, wie ein Kraut mit einem anderen verbunden ist. Er wusste, wie man Körper schneidet, ohne ihnen zu schaden. Verstehe. Jetzt hör mir gut zu, Emschen, denn diese Worte sind wichtig. Die ersten Tage werden die schwersten für dich sein. Du wirst dich zwischen unzähligen Linien finden. Manche von ihnen musst du auseinanderreißen, anderen folgen. Wiederum andere werden dich schneiden und stechen. Nur so wirst du das Ende erreichen. Oje. Was hast du vor? Wo fängst du an? Ich fange mit Denken an. Mit langem Grübeln über die Herausforderung, die mir bevorsteht. Genau. Ich schaue mir die Kinder genau. Daher sage ich, dass du nur in dein Vermächtnis treten wirst, wenn du seiner Fährte folgst. Tust, was er tat. Ihr Bohrer seid alle gleicher Art, Männer der Tat. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Sei nun auf deinem Weg. Ja, genau. Aber ich bedanke mich mal bei ihr. Vielen Dank. Ich habe Hunger. Naja. So, wir müssen einen Lebensmittelladen finden. Wir haben Hunger. Hier. Lebensmittelladen. Und dann gehen wir zum Haus unseres Vaters. Guck ich mal. Das machen wir aber nicht mehr heute. Konnte ich hier speichern? Nee, ne? Das ist nicht so eine Uhr. Schön. Okay, ihr Lieben. Ding dong. Also, wir haben Hunger. Wir müssen unseren Hunger stillen. Hunger stillen. Und dann schauen wir uns mal an, was es mit unserem, mit dem Haus auf sich hat. Da wird sich auch wieder noch 1000 neue Stränge auftun. Und ich hoffe, ich kann dem Ganzen folgen. Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis demnächst. Bye bye.
Even if he was right to tear it.